Hallo und herzlich willkommen bei Labor Reviews. Mein Name ist Lasse Vogt und heute beobachten wir niederländische und gefährliche Liebschaften in Tulpenfieber. Wir befinden uns in Amsterdam im 17. Jahrhundert. Ein reicher Kaufmann namens Cornelius Stanford, gespielt von Christoph Waltz, kauft Alicia's Vikanders Sophia aus dem Waisenhaus frei, um sie zu heiraten. Seine Frau und seine Kinder sind vorher gestorben und er möchte gern ein neues Kind, möglichst einen Sohn, der sein Erbe antritt. Allerdings schlagen sämtliche Bemühungen fehl und Sophia wird einfach nicht schwanger. Irgendwann heuert Cornelius Stanford einen Maler an, der ein Porträt von ihnen beiden zeichnen soll als Paar, damit sie auch auf diese Art weiterleben können. Nun, es kommt soweit, dass sich Sophia in den Maler verliebt, gespielt von Dane DeHaan. Und als sich herausstellt, dass irgendwann ein Kind im Spiel ist, schmiedet sie mit ihrer Magd Maria einen Plan, mit dem vielleicht alle glücklich werden können und mit dem man in irgendeiner Form Cornelius Stanford betrügen kann. Das ist die Handlung. Der Film basiert auf dem Buch von Deborah Monarch, glaube ich, so wird sie ausgesprochen. Und die Verfilmungsrecht, die Verfilmung geistert bereits seit 2004. Allerdings kam sie bisher nicht zustande wegen Budgetproblemen. Letztendlich wurde sie 2014 gedreht und war für das Ende des Jahres 2015 angesetzt, pünktlich zur Oscarsaison. Dann allerdings wurde sie immer weiter verschoben von Produzent Harvey Weinstein. Und immer weiter zurück und immer weiter zurück. Und schließlich kam er Ende August 2017 raus, ohne großes Werbematerial, obwohl eigentlich ein All-Star-Cast mitspielt. Dementsprechend ist eigentlich niemand reingegangen und auch die Kritiker waren nicht besonders freundlich zu dem Film. Ich glaube, ich kann verstehen, warum der Film verschoben wurde und nicht zur Oscarsaison 2015 veröffentlicht wurde. Denn ich glaube, dieser Film wäre bei den entsprechenden Screenings ausgelacht worden. Tulpenfieber ist nicht besonders gut. Er ist auf eine sehr interessante Art und Weise schlecht. Womit beginne ich hier? Es ist ein Kostümdrama. Es geht um den Tulpenhandel in Amsterdam, der anscheinend richtig, richtig, riesig, riesig groß war. Denn Tulpen werden hier behandelt wie die Kohle an der Wall Street. Und Aktien und so weiter. Und es wirkt unfreiwillig komisch, weil man hat diese riesengroßen Versammlungen von Leuten, die bieten und bieten auf diese Tulpen und am Anfang haben sie so eine Art Prolog, wo sie versuchen, das große Interesse an Tulpen zu erklären. Ich habe hier wieder einen Gast. Hallo, Oskar. Aber es wirkt aus heutiger Sicht wirklich, es wirkt wie eine Farce. Das Problem ist, der Film ist keine Farce, sondern der Film nimmt sich viel zu ernst. Ein Rewrite. Und das wäre eine Komödie. Und das ist keine gute Sache in diesem Fall. Wie genau erkläre ich das? Ich bin mir hundertprozentig sicher, dieser Film war mal länger. Und das Buch ist auch länger. Denn hier scheint eine Menge rausgeschnitten zu sein. Aber sowas von. Der Schnitt ist ganz merkwürdig. Wir hüpfen von Szene zu Szene ohne wirklichen Übergang. Wir beginnen direkt mit Sophias Auszug aus dem Waisenhaus. Und in der nächsten Szene ist sie... Und dann 3 Jahre später und sie ist mit Christoph Waltz im Ehebett. Und wir haben die ganze Zeit Voice-Over von der Magd. Von der Magd Maria. Und ich bin mir ziemlich sicher, dieses Voice-Over war nicht ursprünglich da, sondern wurde für den neuen Schnitt angepasst, eingefügt. Denn es wirkt so merkwürdig fehl am Platz und es wirkt alles so überhastet. Figuren tauchen auf, von denen wir keine Ahnung haben, wer sie sind und wie genau ihr Verhältnis ist zu den Hauptfiguren. Es fehlen sämtliche Handlungsstränge, vor allem gegen Ende, wenn plötzlich die Figur von Zach Galifianakis, der in diesem Film mitspielt, eine Art von Arc hat, der aber in keinster Weise vorbereitet wurde. Er tut etwas ganz Bestimmtes, was wirkt, als hätte es vorbereitet werden müssen, aber wir haben nichts davon gesehen bisher. Und diejenigen, die den Film gesehen haben, alle 2 von euch, die wissen, wovon ich rede. Oh Mann.
Es ist merkwürdig. Vielleicht sollte man noch ein bisschen auf. Denn dieser Film wirkt tatsächlich wie eine Komödie teilweise. Tatsächlich so weit sogar. Ich hatte teilweise das Gefühl, ich gucke hier eine Kostüm-Sitcom. Im Stil von Blackadder. Das schlägt sich ganz besonders nieder in der Figur eines Arztes, gespielt von Tom Hollander. Tom Lord Cutler Beckett Hollander, den ich überhaupt nicht erkannt habe, bis zum Abspann. Und das ist ein Beispiel hierfür. Gut, Sophia kann keine Kinder bekommen, also irgendwie funktioniert das nicht mit dem Kinderkriegen. Und sie geht zu diesem Arzt und er stellt sich auf diese merkwürdige Art und Weise vor und sie sagt, oh, sie haben, meine Schneiderin hat mir erzählt, sie können einer Frau helfen, wenn es darum geht, Kinder zu bekommen und so weiter, wenn sie Probleme hat. Er so, na, alles gut. Und dann führt er sie in einen Raum mit einem Bett und er fängt an, seine Hose aufzumachen, oder von vorne oder von hinten, wie ihr es wollt. Und sie, psch, und er, tausendmal Vergebung. Und, und das ist ein Running Gag und ehrlich gesagt, er war die lustigste Figur. Er war wenigstens konstant auf einer bestimmten Ebene. Ansonsten, ich meine, Zach Galifianakis hat eine lustige Zeile und ansonsten ist er einfach nur ein relativ unnötiger Comic Relief eigentlich, der eigentlich nur dazu da ist, um Sachen, die einfach sein sollten, zu verkacken. Ich muss sagen, dieser und noch dazu hinzukommt, dieser Film könnte euch in gewissem Sinne bekannt vorkommen und ihr werdet Vergleiche ziehen zu Shakespeare in Love, denn der exakt selbe Autor, Tom Stoppard, ist hier am Drehbuch beteiligt. Und deshalb wirkt dieser Film wie eine Mischung aus Shakespeare in Love und Wolf of Wall Street. Inklusive Sexszenen. Dieser Film hat, glaube ich, mehr Sexszenen und Nacktheit als 50 Shades Darker. Ha! Dieser Film ist ab 6 und ja. Ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es war sehr verwirrend, diesen Film zu gucken und wir sind noch nicht mal 5 Minuten im Film. Noch nicht mal 5 Minuten. Und wir sehen Christoph Waltz ins Ehebett kriechen. Vorher pinkelt er in den Nachttopf. Und er kriecht zu Alicia Vikander ins Bett und sagt, mein kleiner Soldat will heute nicht so recht. Aber wir bringen ihn schon in Stellung. Und sie, wie soll ich sagen, sie reicht ihm eine helfende Hand. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, solche Szenen sind in diesem Film. Neben diesen merkwürdigen Tulpenauktionen und einmal fischen sie eine Leiche aus dem Fluss. Ah, verdammt nochmal. Ah, die Tulpenkrankheit und so. Und ich denke mir, was? So viele Szenen wirken wie Momentaufnahmen und sie rushen durch und wir haben keine Zeit, irgendwas auf uns wirken zu lassen. Sie heuern diesen Maler an, Dane DeHaan. Und er, es ist offensichtlich halt, er findet Sophia schön. Und er fängt an, sie zu malen. Tut nichts Unschickliches. Und sie sagt zu Christoph Waltz, bitte, dieser Maler soll nicht mehr wiederkommen. Er soll nicht mehr wiederkommen. Nächste Szene, sie und Christoph Waltz haben Sex. Und sie sagt, ach, der Maler kann kommen. Alles gut, alles gut. Was? Und dann geht sie zu ihm und sie haben Sex und haben eine Affäre. Und währenddessen gibt es einen Nebenschauplatz mit der Magd, Maria, und ihrem Geliebten, und seiner Nebenhandlung, wie er versucht, Tulpen zu kaufen und dann zu verkaufen und dann geht etwas schief. Und dann wiederum haben wir eine Hure, gespielt von Cara Delevingne. Und oh, und wir haben ja eine Nonne, gespielt von Judi Dench, die wenigstens in dem Sinne mehr zur Handlung beiträgt und auch wirklich eine tatsächlich was Solides beiträgt. Denn ich muss sagen, dass an dem Schauspiel gibt es eigentlich nichts auszusetzen. Die tun ihr Bestes hier. Das Problem, ich weiß nicht, ob es am ursprünglichen Material liegt oder aber ob halt der Film selbst gelitten hat unter irgendwelchen neuen Schnitten. Denn der Film ist eine Koproduktion von 20th Century Fox und Paramount. Ich glaube, das habe ich noch nie gesehen. Kann gut sein, dass es passiert, aber ich weiß nicht. Und halt von wegen, ich weiß nicht, wie viel dieser Film gekostet hat, aber was auch immer er gekostet hat, das Geld ist auf der Leinwand. Halt, es sieht aus wie ein angemessenes Kostümdrama. Die Kostüme sind toll, das Szenenbild und alles, die Atmosphäre, die Musik von Danny Elfman ist sehr gut. Tatsächlich, ich hätte von diesem Film garantiert nie etwas gehört,
wenn nicht Danny Elfman die Musik geschrieben hätte. Weil, wie gesagt, dieser Film wurde in keinster Weise wirklich beworben. Ich habe nie einen Trailer davon gesehen. Nichts davon ist in irgendeiner Form auf Facebook. Ich habe keine Kritiken davon gesehen, irgendwie. Irgendwann halt in Bayreuth habe ich gesehen, oh, dieser Film läuft jetzt. Aber ich wusste halt schon vorher, dass dieser Film existierte, wegen dem Komponisten. Und dann kommen sie mit diesem Plan. Und ich weiß nicht, ob ich das spoilern soll oder nicht, für diejenigen, die Interesse an dem Film haben. Ich werde es nicht tun, aber so viel sei gesagt. Dieser Plan ist so weit hergeholt und so dermaßen logistisch unpraktisch. Keine Chance, dass sie das hingekriegt hätten. Absolut keine Chance. Das wäre nie und nimmer gut gegangen. Nie. So viel dazu. Es ist wirklich merkwürdig, weil Shakespeare in Love hat halt so einen gewissen Überton von einer Farce und erzählt aber gleichzeitig halt eine Liebesgeschichte, die absichtlich halt in dem Sinne ein bisschen schmalzig ist und so. Und insgesamt ist es einfach doch ein unterhaltsamer und auch relativ lustiger Film. Dieser Film nimmt sich so bierernst und scheint sich nicht dessen bewusst zu sein, wie unfreiwillig komisch er oft ist. Ganz besonders halt mit Christoph Waltz kleiner Soldat-Umschreibungen oder den Shenanigans, die dann abgehen, wenn sie diesen Plan so langsam durchführen. Wirklich, es ist die Szene, wenn dann irgendwann das Baby geboren werden soll, ich denke, damit verrate ich nicht so viel, und der Arzt versucht, Christoph Waltz abzuwimmeln, zusammen mit einigen anderen. Es wirkt wie eine Sitcom. Und es ist so dermaßen verwirrend, sich das anzusehen. Weil ich mir denke, wenn das wirklich der finale Schnitt war, auf den sie sich irgendwann geeinigt haben, dann weiß ich wenigstens ganz genau, warum sie ihn so oft verschoben haben. Denn ehrlich gesagt, ich würde mich auch dafür schämen, das ins Kino zu bringen. Denn, ja, die Leute von den Oscars, die schielen nicht unbedingt nur auf hübsches Aussehen etc., sondern die schielen auf einen konstanten Ton, auf eine konstante Stimmung, die dieser Film nicht hat. Dieser Film ist ein heilloses Durcheinander aus verschiedenen Miniclips, keine Szenen, sondern Miniclips und Eindrücken und Montagen, die aufhören, bevor sie beginnen. Das ist wirklich sehr interessant und auch sehr frustrierend ist, sich das anzusehen. Tulpenfieber ist der Fall von etwas, das sich standhaft weigert, zum Leben erweckt zu werden, obwohl sich alle Beteiligten sichtbar ziemlich viel Mühe geben. Musik, Kostüm, Ausstattungs- und schauspieltechnisch gibt es nichts auszusetzen, aber das Drehbuch ist ein großes, großes Durcheinander, ohne eine kohärente Stimmung, ohne eine wirkliche Vision und mit vielen, vielen Szenen, die einen einfach wirklich auf eine sehr, sehr ungewollte Art sprachlos zurücklassen. Das Ding fing an als Oscar-Köder und letztendlich ist es ein Wegwerf Ende August-September-Film. Hat nicht geholfen, vor allem das vor diesem Film, weil ab Donnerstag läuft S hier im Brunsbüttler Kino. Ich gehe am Freitag rein und wir hatten halt einen Trailer für S vor diesem Film. Das war lustig. Das war wirklich lustig. Ja, geht auf eigene Gefahr rein. Ich würde sagen, leiht ihn euch vielleicht auf DVD aus und veranstaltet vielleicht einen Abend und ihr betrinkt euch währenddessen. Wer weiß. Denn wirklich, ich kann diesen Film nicht empfehlen in irgendeiner richtigen, ernsthaften Form. Denn wenn dieser Film irgendetwas Wichtiges aussagen wollte und etwas erzählen wollte über Star-Crossed Lovers und ein wichtiges Period-Piece sein wollte, dann hat das wirklich absolut nicht hingekriegt. Und ich weiß nicht, wer hier zu beschuldigen ist. Ich weiß nicht, ob es die Ursprungsschuld des Regisseurs ist oder die der Autoren oder des Produzenten und der Studios und was es da für Schwierigkeiten gibt. Ich weiß es nicht. Aber wer auch immer es war, daraus hätte man bestimmt etwas machen können. Aber das finale Produkt ist nichts geworden. Leider.
Tut mir leid, das sagen zu müssen. Das ist meine Meinung zu Tulpenfieber. Ich melde mich am Freitag wahrscheinlich zurück mit S. Ich sehe euch dann. Habt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann ihr mir dieses Video schaut. Ich melde mich ab von den Laber-Reviews. Danke fürs Zuschauen und bis dann.